Hey Leute, hier ist wieder Maximilian mit einem weiteren Video und zwar die Kicker-Nachrichten vom Donnerstag. Pripp erleidet Kreuzbandriss. Edgar Pripp, Kapitän von Hannover 96, hat sich am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf das vordere Kreuzband des rechten Knies gerissen, wird zeitnah operiert und anschließend monatelange ausfallen. Abraham fehlt zwei Pokalspiele. Eintracht Frankfurts David Abraham ist nach der roten Karte in Erntebrück im DFB-Pokal für zwei Pokalspiele gesperrt. Wilders Sperre verkürzt. Die Sperre für Tobias Wilders wegen des zweimaligen Versuches der Manipulation ist um einen Monat verkürzt worden. Das Spielverbot für den ehemaligen Osnabrückner endet am 9. Oktober. Weibliche U19 mit Kantersieg. Mit einem 6:0 über Nordirland hat sich die deutsche U19-Auswahl auf das EM-Halbfinale gegen Frankreich eingeschossen. Blindenfußball-EM in Berlin. An diesem Freitag beginnt in Berlin die Blindenfußball-EM. Anstoß des Eröffnungsspiels Deutschland-Italien ist um 19:30 Uhr. 10 Teams spielen bis zum 26. August am Anhalter Bahnhof um den Titel. Die anderen Nachrichten suche ich noch, dann geht es gleich weiter. Lukas Podolskis Club Vissel Kobe hat nach drei Niederlagen in Serie Nelson Batista gefeuert. Nachfolger des Brasilianers ist der bereits bisherige Co-Trainer Takatsuki Yoshida. Seit der Verpflichtung Podolskis hat Kobe nur das Spiel am 29. Juli gegen Amira Aljija durch zwei Tore des 130-maligen deutschen Nationalspielers mit 3:1 gewonnen. Danach setzte eine Tafel ein. Kobe hat mit 0:1 am Wochenende beim FC Tokio 12 Spiele vor Saisonende 17 Punkte Rückstand auf Platz 1. Zum dritten Platz der Teilnahme an der asiatischen Champions League Berechtigten würde fehlen 14. Schlosser wechselt für rund 6 Millionen Euro zu Englands Aufsteiger Newcastle United. Der FC Southampton hat für 32 Millionen Euro 80% der Anteile an einen chinesischen Investor verkauft. Adrian Ramos wird vom chinesischen Club Zhongshan Sanlitun ein halbes Jahr in Kanada ausgeliehen. Dort war der Kolumbianer bereits seit Januar als Dortmunder Leihspieler aktiv. PSG hat Stürmer Kessié an Stoke City ausgeliehen. Carlos Bacca wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von Milan nach Villarreal. So, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Video. Ciao.